Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Pax. Es ist schon voll spät und ich bin total müde, etc. pp. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch die Packs aufmachen für meine Belohnung der Weekend League und müsste jetzt leider auch die Packs für die Monatsbelohnung gekommen sein. Deswegen, ja, mache ich jetzt die Aufnahme und hänge dann logischerweise diesen Anfang an die nächste Aufnahme, die ich dann morgen machen werde, wenn wir der Weekend League spielen, ran. So. Weekend League, Wochenbelohnungen und Monatsbelohnungen. Weekend League. Glückwunsch, hier kommt eine Belohnung für die Weekend League. Ein Gold, zwei Foot Champions Set und ein Trikot Gold. Ah, okay. Ein, zwei Premium, ein Mega und 35.000 Münzen. Sehr schön. Das Trikot sieht ja gar nicht mal so mega scheiße aus. Könnte man sogar als Heimtrikot nehmen, aber wie gesagt, ich will immer das Heim- und Auswärtstrikot von einem Team sind. Oh, irgendeine Tagesaufgabe abgeschlossen. Bronzeverträge, ja! Meine Sets. Fangen wir mit dem geilsten an, mit dem Bronze-Set. Krass, man, Bronzeverträge drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber kein seltener. So, machen wir die kleinen Goldsets, dann das große und dann am Ende Foot Champion. Vier, ich dachte, man hat immer drei drin. Ach so, weil ich glaube ich Gold 2 geworden bin im Monat, kriege ich 4 statt 3. Und wenn ich Gold 1 geworden bin, hätte ich glaube ich sogar 5 bekommen. Fuck. Ach, ich Idiot, daran habe ich gar nicht gedacht. Sonst hätte ich vielleicht die letzten zwei Spiele noch machen sollen. Ich weiß nicht, ob es gereicht hätte für Gold 1. Naja. Denke ich diesen Monat dran. Kann man jetzt eh nichts mehr ändern und will mich beeilen. Ich will gar nicht so lange rumquatschen, weil wie gesagt, ich will eigentlich ins Bett. So, come on, Gaby. Gebt mir wenigstens Leinwandspieler oder halt auch nicht. Also das ist maximal ein 82er. 79er Romagnoli und den wird halt niemand spielen wollen, weil er total langsam ist und scheiße. Vielen Dank. Eins, vier. 1000. Okay, das ist nichts wert. Ich guck nur die seltenen nach. Oh, der ist recht schnell, 73, aber wird er denkt auch nichts mehr wert sein. 1-1. Ne. Prosinski, leider auch nichts mehr wert, denke ich mal. 1000. Der Rest geht erstmal auf die Transferliste. Den Silberspieler schauen wir noch nach. Super langsamer Stürmer. 450, aber den gibt's nur einmal. Wenn den jemand kauft, dann... Och, ich stell den mal drauf für 1... Nee, für 1,6 und 1,8. Wenn der für 450 weg ist, ist meiner dann am billigsten. Darauf spekuliere ich jetzt einfach mal, obwohl ich nicht glaube, dass ihn jemand haben will, es sei denn, er braucht ihn für irgendeine Squad Building Challenge. So, jetzt aber bitte wenigstens Leinwandspieler, kommt, macht mich glücklich. Ich weiß, dass ich aus einem kleinen Pack auch mal einen Infospieler gezogen habe. Och, wieder kein Leinwandspieler. Mann. Oh, Geier ist zumindest nicht schneller, da wird wahrscheinlich auch nichts mehr wert sein. Eins, zwei. Eins, eins. 950, okay. Noch ein schneller Außenverteidiger, aber der wird auch nichts wert sein. Markovic. Einmal für 300 und zweimal für 10.000. Okay, dann stellen wir ihn rein für... Boah, da wird eh nicht für so viel weggehen. Machen wir mal 4, 8, 4, 9. Haben wir den nicht gerade gezogen? Ja, den haben wir gerade gezogen. Sehr geil. Ach, scheiß drauf. Den stelle ich jetzt einfach mit auf die Transferliste. Genau wie Adrian. So, großes Megapack. Jetzt geht mir wenigstens ein Leinwandspieler, ey. Come on. Muss doch mindestens ein 83er dabei sein. Kommt jetzt. Komm! Na also. Irgendwas Geiles? Falcao? Falcao! 84er! Aber ich glaube, der ist zu langsam, den will eh keiner spielen. Na immerhin, Falcao, 84er, immerhin.
Was? 5,7? Ist echt noch so viel wert? 5,7? 5,7? 5,6? Fünf, sechs, krass. Dann stehen wir mal rein für 5,4. Nice. Also, es geht klar noch deutlich besser, aber das hätte ich nicht gedacht, dass er noch so viel wert ist. Cool. Vasquez. Okay, nichts wert. Nichts wert. Habe ich aber auch nicht gedacht. Nichts wert. Und hier haben wir noch ein ganz schnelles rechtes Mittelfeld. Atsu. Kann aber halt sonst nächstes ein bisschen dribbeln, kann er noch. Auch nichts mehr wert. Boah, da war am Anfang bestimmt richtig viel noch wert, weil er so schnell war. Noch ein Vasquez, okay. Oh, ein seltener Silberspieler, der ein bisschen Tempo hat. Mal gucken. 1,4 war das billigste. Also nehmen wir mal 1,2. So, die Champions Packs stehen bevor, oder das eine halt. Ich bin gespannt, aber erstmal noch die Fitnesskarten. Rechter Flügel zu rechten Mittelfeld brauche ich selber. Artis behalte ich auch. Es ist soweit, Freunde. Es ist soweit. Ich hoffe auf einen geilen Informspieler aus der Bundesliga oder Calcio A. Ansonsten vielleicht irgendeinen, den ich als Wechselspieler nehmen kann. Ansonsten muss es schon ein richtig, richtig geiler sein, damit ich meine Liga wechsle. Bundesliga bleibt wie immer, also dann würde ich Calcio A wechseln. Und dann muss ich schon sehr geil sein, weil mit Icardi Inform habe ich echt einen guten Stürmer da. Ich bin gespannt. Aber es gibt halt, es gibt viele geile Spieler. Belgien, Stürmer. Chelsea. Batshuayi, der ist, glaube ich, der lässt sich, glaube ich, ganz geil spielen. Aber er ist nur ein 83er, das heißt, wir haben nicht so einen geilen Schrott drin. 83er, Batshuayi. Aber der bringt mir nichts. Der ist auf jeden Fall nicht so geil, dass ich deswegen die Liga wechsle. Er lohnt sich oder er funktioniert nicht als Wechselspieler, nicht bei den Positionen, die ich immer wechsle. Ja, leider. Glaube ich, bringt mir das gar nichts und die dahinter sind bei mir auch alle scheiße sein. Dachte ich mir schon. Oh, Kolarov, aber leider haben wir als linken Verteidiger mit Gulam einen viel, viel besseren, weil Gulam halt insgesamt der geilere ist, vor allem viel schneller. Kolarov ist ziemlich langsam. Ich glaube, er würde trotzdem gut funktionieren mit Shadow, aber denke ich nicht besser als drei Sterne, nicht besser als Gulam. Ah, mit Shadow würde das gehen. Oh, krass, guckt euch die Fernschüsse an. Fernschüsse 88, Schusskraft 99. Er kann also schießen und hat auch einen guten Freistoß. Elfmeter kann er auch. Übersicht, Flanken, Freistoßpräzision, kurzer Pass, langer Pass, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Ruhe, Abfangen, Präzision. Aha. Ja, seine Werte sind ganz geil. Er ist halt sehr langsam. Schade. Krankwist, den brauchen wir auf jeden Fall überhaupt gar nicht. Solov. 82er Flügelspieler mit ganz interessanten Werten. Guckt euch das mal an. 87 Tempo, 78 Dribbling, 84 Schuss, 75 Pass, 84 Physis. Link, oh, 1,94. Linksfuß, schwacher Fuß. Geiler Abschluss, geile Schusskraft. Ja, aber ein, oh, Stärke 96. Was ist das für ein Monster, ey? 1,95 groß. Ne, 1,94 mit 96 Stärke. Ja, aber ich denke trotzdem, dass Brandt dann der bessere Wechselspieler ist. Ich spiele halt gerade mit dem Gedanken, Kolarov zu probieren. Wir können ja mal gucken, was Gulam wert ist. Ich meine, wenn Gulam viel wert ist, dann könnte man ja fast drüber nachdenken, ob man es mal probiert mit Kolarov auf der Position und Gulam als Wertanlage verkaufen. Hat halt schon ziemlich geile Werte. Vor allem halt auch Ausdauer 95. Das ist halt auch gerade bei dem Außenverteidiger, der viel rumrennt. Der ist auch ziemlich groß mit 1,88. Was haben wir denn bezahlt?
25.000. So, jetzt nicht aussehen verkaufen, Preisvergleich. Ah, Sofortkaufpreis liegt bei maximal 50.000. Oh, ja, mit dem machen wir also gut Gewinn, sehr geil. 43.000 ist gerade der Preiswerteste. Und dann kommt 46.000, also so für, gerade mit Shadow, es gibt keinen mit Shadow auf dem Markt, also den bekommen wir vielleicht sogar für, also für mindestens 45.000 bekommen wir den los. Da wird man gut Gewinn machen, 20.000 Gewinn. Aber ich brauche die Kohle jetzt nicht unbedingt und ja, ich denke, seine Werte sind deutlich ausgeglichener und besser als die von Kullerov. Scheiße, Mann, Batshuayi. Ach so, ich habe mir die Werte von Batshuayi gar nicht angeschaut. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber eigentlich, ich will keinen Stürmer wechseln. Die Flügelspieler sind mir wichtiger, weil die mehr Ausdauer verlieren. So, jetzt sollte ich auch mal die Folge bald mal beenden, dass hier nicht zu lang wird. So, Antritt und Sprint, ich meine, ist okay. Oh, der hat schon geile Werte. Stellungsspiel, Abschluss und Schusskraft jeweils 89, dann auch 81 Fernschüsse. Flanken, kurzer Pass, Beweglichkeit, Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Ruhe. Stärke 86, Kopfballprozession, Sprungkraft. Und da ist, glaube ich, auch ziemlich groß, oder? Aber keine gute Ausdauer. Eins, was nur 1,85. Aber ich denke trotzdem, er lässt sich ziemlich gut spielen. Aber, wie gesagt, leider nur Scheiße drin gewesen. Kann man nicht wirklich gebrauchen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss. Mal der Weekend League und ich habe mir 1 Million neue Spieler gekauft, weil es deine Squad Battle Belohnungen können abgerufen werden. Das ist ja geil. Ich habe ein Spiel, glaube ich, gemacht gehabt oder so, wo wir noch die Tore gebraucht haben für die Wochenaufgabe zum Abschließen. Das ist ja mal gucken, was er bekommt. Wahrscheinlich nichts Geiles. Zwei Premium Leihspieler Belohnungsset, nicht mal normale. Oh mein Gott, ja, ich will eigentlich nur die Belohnung haben. Wie schwach, wie schwach, wie schwach, wie schwach. Naja, vielleicht haben wir ja. Oh Gott, Belohnungsleihspieler. Oh mein Gott. Aber vielleicht haben wir ja Glück und die sind dann 50 Spieler oder so im Verein. Ach so, das hätte ich eigentlich laufen lassen können. Das ist eigentlich egal. Es wird schon irgendein geiler Spieler dabei sein. Jahrstein. Ach so! Krass! Da sind ja noch normale Sachen dabei. Aha. Das wusste ich nicht. Ja, brauchen wir nicht. Oh, packen wir mal alles in den Verein. Und vor allem hatte der auch nur 7 Spiele, ne, wenn ich mich recht entsinne. Okay, kein Leinwandspieler. Kampel, aber irgendwie kriege ich immer Bundesliga, das ist schon mal interessant. Fitness, naja. Und Darmstadt, wir hatten erst das Darmstadt-Wappen, jetzt hat man das Darmstadt-Trikot. Ja genau, dadurch, dass keine neuen Spieler in der. Ach komm, wir gucken mal, was momentan die Aufgaben sind. Also Tagesaufgaben sind egal, die sind sowieso schnell ge gemacht. Wochenaufgaben. Doppelfreundschaft. Ich spiele diese Woche mindestens 2 Freundschaftsspiele. Okay, das ist egal. Bereitet diese Woche mindestens 10 Tore per Steilpass vor. Ah, das schaffen wir bestimmt noch. Da fehlen noch 4 Stück. Den Rest haben wir. 40 Tore. War das nicht letzte Woche mit den 40 Toren? Hä? Wann geht denn hier die neue Woche los? Egal. Genau, es gab keine aktuellen geilen neuen Spieler, die ich gebraucht habe in dem Team der Woche. Deswegen habe ich mir einfach nochmal angeguckt, was es so insgesamt alles gibt und habe mir dann einfach alles gekauft, was ich als interessant empfunden habe. Ich habe wieder Zuber auf LM gepackt, weil Brandt hat ja, wie gesagt, wo ist er? Gar nichts gemacht in 12 Spielen und Zuber in 28 immerhin 9 Scorerpunkte. Neuer Spieler in diesem Team ist erstmal Süle, weil mir Toprak ja nicht so gut gefallen hat. Da habe ich mich daran erinnert, okay, Süle wird ziemlich gehypt, also den finden ziemlich viele ziemlich geil, wahrscheinlich wegen seiner Körpergröße 1,95 und halt super robust. Seine physischen Werte sind sehr gut. Allerdings Antritt 51, Sprintgeschwindigkeit 76, keine Ahnung, warum das so eine große Diskrepanz ist. Natürlich spiele ich ihn mit Shadow. Kurzer Pass ist auch gut mit 76, Reaktion 80 ist okay, dann Abfangen, Kopfballpräzision, also generell die Defensive ist natürlich sehr gut und mit Shadow dann noch besser, aber Sprungkraft 38, das erinnert ja an Naldo, der auch keinen Bock hat zu springen, nur weil die so groß sind, ich meine 1,95, okay, aber nervt natürlich schon irgendwie, 94 Stärke ist ganz geil, wie gesagt, Toprak hat jetzt nicht wirklich, also er war okay, aber er war jetzt nicht mega geil und ich glaube, Süle, als ich den als Leihspieler gespielt habe, ohne Champions League Style, ohne Shadow, hat mir ziemlich gut gefallen, deswegen probieren wir den nochmal. Schwacher Fuß, 3 Sterne und Rechtsfuß, schwacher Fuß, 3 Sterne und Rechtsfuß, 78 Pass und 51, dann drehen wir das mal. Und dann probieren wir mal Pulisic, weil ich gedacht habe, das ist ein ganz anderer Spielertyp als Kramaric, sehr schnell, ein ganz flinker, wieseliger, kleiner Spieler,
der mit 1,72 und einer Dribbelstärke von 87, die noch geboostet wird durch Maestro, da geht die auf 97, halt, ja, er hat auch 4 Stand auf den schwachen Fuß, ist auch schön. Ja, ist halt ziemlicher Wuselspieler, mal gucken, ob mir das liegt, ob mir das passt. Ansonsten, Kramaric, wir gucken nochmal, was Kramaric für Scorer-Punkte hatte. Da war gar nicht, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht am Ende. 40 Spiele, 16 Scorer-Punkte, das ist ganz gut geworden auf jeden Fall. Das heißt, es könnte sein, dass Pulisic nicht lange bleibt. Also den werde ich nicht lange testen, aber ah, war super, super preiswert. Das hat er gekostet, 16.250. Easy peasy, den nehmen wir natürlich mit. Und ich zeige euch auch direkt in der anderen Mannschaft, was ich da Neues habe. Und zwar habe ich mir da einmal geholt den Quadrado Scream, weil der hat natürlich mega krasse Werte. 92 Tempo, 88 Dribbling, 77 Schuss, 76 Pass. Habe ihm auch Deadeye gegeben, was Schuss und Pass boostet. Hatte schon sehr viele Verträge, was Schuss und Pass boostet. Und schauen wir da mal, aber auch da muss er sich natürlich gegen Philippe Andersson durchsetzen, und er war eigentlich bisher der beste Außenmittelfeldspieler. 50 Spiele, 14 Tore, 17 Vorlagen, sind wir bei 20, bei 31 Scorerpunkten in 50 Spielen, und das als Außenmittelfeldspieler mehr als 0,5 Scorerpunkte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Cuadrado das schafft, da dran vorbeizukommen, aber er hat es auf jeden Fall verdient, mal getestet zu werden, und ich denke, er ist eine gute Wertanlage, hat knapp 50.000 gekostet, wird, denke ich, im Preis noch steigen. Und von daher, ja, testen wir den mal. Er hat, glaube ich, 3 Sterne auf den Schwachen. Genau, und ist Rechtsfuß, ist nicht ganz optimal, aber egal. Und dann habe ich mir für den als sechster Position noch Torreira geholt. Ist zwar nur ein 81er, aber der hat ziemlich, ziemlich geile Werte. 80 Tempo, 83 Dribbling, 82 Pass, 75 Physis, 75 Defense. Also seine Werte sind echt nice. Und gerade Abfangen und fairer Zweikampf, sehr, sehr gute Werte. Natürlich Manndeckung ziemlich schwach, aber okay, ich denke, dass seine Pace macht er viel weg. Ich habe ihm dann Anker gegeben, damit er halt noch ein plus 10 Stärke bekommt und auf 79 Stärke kommt statt auf 69. Pace hat er ja schon viel, deswegen ist mit Anker dann auch das Ausreichen der Pace Boost. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der sich spielen lässt, aber ich glaube, er wird geiler als Strootmann sein. Und das erste Spiel müssen wir machen in der Bundesliga, weil El Shaarawy verletzt ist. Wie lange denn? Ich habe mal nur ein Spiel. Zwei Spiele, Fuß. Aber das macht nichts, außer, okay, die neuen Spieler, die wir dazu bekommen haben, sehe ich gerade, die haben alle nicht mehr volle Fitness. Das ist natürlich nicht so geil. Aber eigentlich müssten alle noch zumindest ein Spiel machen können. Wir müssen aber zwei Spiele machen. Deswegen können wir den jetzt, da wir ja auch genügend Fitnesskarten haben, können wir den jetzt auch allen Fitnesskarten geben. Wir haben noch 14 Gold-Fitnesskarten. Oh, und das war wieder mal eine Tagesaufgabe. Das ist super oft eine Tagesaufgabe, dass man Fitness geben soll. Süle hat auch nicht die geilste Ausdauer. Das ist bei einem Innenverteidiger nicht so schlimm, weil die nicht so viel rennen. Aber da macht es dann natürlich mehr aus, wenn er jetzt hier mit weniger als 90 Fitness startet. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn wir ihm da auch welche geben. So, Moment, habe ich noch irgendwas vergessen? Starker Fuß bei Pulisic müsste rechts sein und schwacher Fuß hat 4 Sterne, genau. So, Süle hatten wir schon, der war Rechtsfuß. Ja, wir können starten. So, Konzentration. Ich will logischerweise wieder Gold 3 werden und am liebsten natürlich besser als Gold 3, Gold 2, Gold 1. Irgendwann natürlich auch mal wieder Elite 3 in der Woche. Aber ich denke, wir sollten auch versuchen, Gold 1 zu erreichen, nicht nur wegen der Belohnung, sondern damit wir halt auch im Monatsende vielleicht Elite 3 angreifen können. Weil nur 4, wenn man Gold 2 ist, wie bei Setzwaren in der Weekend League, dann im Monat, dann kriegt man halt nur 4 Foot Champions Karten, wenn man Gold 1 ist, immerhin 5, aber bei Elite 3 gibt es halt dann schon 11, glaube ich. Deswegen wäre es halt schon ganz geil, wenn wir da wieder Elite schaffen. Aber es ist schwer, weil ich kann mir halt, wie gesagt, und es ist ein ziemlich, ziemlich schwaches Bundesliga-Team. Guck dir das mal an. Krass. 76er Stürmer, Pulisic. Okay. Pulisic ist aber relativ schnell. Nicht so schnell wie Werner. Also wir haben schon den besseren Stürmer, aber das war doch mal ein sehr interessantes Team. Pulisic. Bin ich dumm? Paulsen oder Poulsen, je nachdem wie ausgesprochen wird. Coman ist natürlich etwas teurer, schnell. Bailey auch schnell. Also er ist auf jeden Fall im Sturm schnell unterwegs. Sabitzer ist auch schnell, fällt mir gerade ein. Delaney ist auch ein recht schneller
ZM und Campbell auch, aber sehr offensiv, keinen einzigen Defensiven im Mittelfeld. Na, ob das gut geht? Er scheint nur auf Pace zu gehen, weil Abraham und Brooks sind auch zwei sehr schnelle Innenverteidiger. Und Horn im Tor, also ein sehr merkwürdiges Bundesliga-Team, muss ich zugeben. Und ich glaube, etwas zu offensiv. Also mich würde es nicht wundern, wenn der in der Defensive große Probleme bekommt, weil keine defensiven Spieler im Mittelfeld sind. Also zumindest kann es natürlich sein, dass er die jetzt mit einem Chemistry-Style defensiv stärker gemacht hat, aber vom Prinzip her sind das keine klassischen defensiven Spieler. Schade. Da kommt Tolisso. Schade. Oh, zum Glück spielt Bender mit, weil das war nämlich gerade der erste Fehler von Süle. Super schlechtes Stellungsspiel, aber wie gesagt, Bender macht's gut. Schade. Haben zwar viele Meter gemacht, aber bleiben leider nicht im Ballbesitz, weil Bailey einfach zu schnell ist. Also mit Pulisic kann man auf jeden Fall sehr geil dribbeln, das steht schon mal fest. Ja, Süle ist noch riesengroß, er springt halt nicht gerne, aber er macht vielleicht trotzdem mal ein Kopfballtor. Bei seiner Größe. Das haben wir interessant gehalten von Horn auf jeden Fall. Was? Foul! Meine Fresse, das wäre ein super geiler Ballbesitz geworden. Wenn ich da nicht weggefoult worden wäre. Getunnelt. Pulisic ist natürlich auch schnell. Schade. Also der erste Eindruck von Pulisic ist positiv, aber das war bei Brandt genauso und hat trotzdem keine Scorerpunkte gemacht. Schade, der Pass aber rang ist. Da hat sich Süle noch mal schön in den Gegner reingestellt. So, er deckt zu. Spielt auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Also macht zum Beispiel keine Stellungsfehler, geht eigentlich immer direkt auf den Spieler in den Lauf. Von daher macht es nicht schlecht bisher. Leider schon im Aus. Schade. Oh, nicht auf den. Oh, zum Glück habe ich noch gerafft, ey.
Weil er hätte noch weiter aufziehen sollen, weil ich glaube, Pulisic kam ziemlich blank auf den zweiten Pfosten. Ach, danke, Bender. Schön gemacht mit Süle. Schade. Ich sage, er läuft wirklich gut mit. Merkwürdiges, teilweise auch schwaches Team, aber Gegner spielt gut. Da mal einen leichten Stellungsfehler drin. Scheiße. Ah, ein bisschen Glück. Ja, also mit Süle lässt sich bisher gut arbeiten, das kann man schon mal sagen. Pass mal zu optimistisch gedacht. Also es gab noch keine wirklich geile Torschance bei keinem von uns. Krass, sehr ausgeglichenes Spiel. Aber wie gesagt, noch keine wirklich krasse geile Torschance. Gegner verteidigt halt sehr gut, im Angriff ist er ein bisschen limitiert. Vielleicht auch wegen seinen Spielern. Auf jeden Fall verteidige ich da auch gut, denke ich. Ja, jetzt hat er mal einen Stellungsfehler, sehr schön. War natürlich ein schwieriger Pass und dadurch eine schwierige Ballannahme. Wieder Süle, der den Ball fängt. Also ich denke, der ist wirklich geiler als Toprak. Oh, er macht es so gut in der Abwehr. Keine oder fast keine Stellungsfehler. Das ist zum Kotzen. Was? Das ist ein Stürmerfoul? Wo denn? Ich glaube, ich gehe mal. Oder ich hätte mal auf defensiv gehen sollen. Das macht Schmerz so gut. Macht leider einen Laufpass draus, der Bender, obwohl ich normal pass. Oh, krass, wie Kimmich den Ball noch kriegt. Nice. Die erste Ecke im Spiel. Ach nee, Quatsch, wir hatten schon eine. Naja, eine Ecke hatten wir schon. Fuck. Hier stellt sich immer richtig hin. Das ist krass, ey. Das ist echt krass. Das mit dem Team, das ist gar nicht. Oh, Tolisso ist wirklich ein Monster im Mittelfeld. Also mittlerweile, das ist Wahnsinn.
Aber immerhin kamen jetzt mal ein paar Halbchancen zustande. Nächste Ecke. Das hat er leider richtig gut gemacht. Oh, das erste Mal, dass er einen kleinen Fehler drin hatte und wir schaffen es echt, ihn auszunutzen. Und Arangis macht ihn dann flach ins kurze Eck. Krass. Sehr geil. Ich hätte echt gedacht, dass er den trifft, muss ich zugeben, weil die. Weil doch der Weg. Quatsch, weil die Ecke doch ziemlich zu war. Also der Torhüter halt die Ecke ganz gut zugemacht hat, aber es hat gereicht. So, aber jetzt haben wir halt noch ein paar Minuten, dann müssen wir uns konzentrieren. Scheiße. Aha, sehr gut. Nicht mehr so gut. Also an meinen Innenverteidigern kann er sich mit körperlicher Stärke natürlich nicht einfach so durchsetzen. Gott, das soll er natürlich nicht hin. Ja, macht er leider. Riskant, aber es klappt, sagen wir mal so. Oh, Mist. Oh nein, und er schafft das beschissene Kacktor in der 88. Oh, fuck you. Scheiße. Da hat er natürlich wieder Glück gehabt, dass dann dieser Scheißball per Kopfball noch funktioniert. Egal. Ach so, wen will ich denn jetzt eigentlich wo einwechseln? Ich glaube, dann nehme ich Brand. Wobei, nee, ich bin Alessandrini auf links gewohnt. Ich nehme mal Brand rechts. So, ein Dreckslackertor. Musste das denn sein? Scheiße, Mann. Nur weil ich diesen Kackball da oben rechts verloren habe. Egal, wir machen jetzt einfach noch eins und spielen es vor allem wieder schön raus. Nicht wieder Gegner, so ein blödes Lackertor. Oder wir machen ein blödes Lackertor. Wäre auch fair. Alessandrini eingewechselt und er macht den natürlich. Scheiße, ich wollte eigentlich in die Kamera jubeln, aber es geht auch so. Ha, 90. Dranbleiben, verdammt nochmal. Dranbleiben und die Dinge einfach machen und manchmal wieder wunderschön rausgespielt, davon mal abgesehen, ne? Sehr schön. Einwechselspieler Alessandrini. Perfekt. Tja, dann würde ich sagen, Abwehrriegel rein und das Ding ist durch. Da kommt kein Angriff mehr. Krass, letzte Aktion im Spiel. Sehr geil. Beide Vorlagen von Werner auch nicht schlecht.
Für einen Stürmer. So, jetzt schauen wir mal noch. Und dann würde ich sagen, zweites Spiel und wir versuchen den zweiten Sieg. Wir müssen ja noch einmal in der Bundesliga spielen, fällt mir gerade ein. Was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Damit El-Sharawi sich ein bisschen auch holen kann. Aber das war echt ein guter Gegner. Dafür, dass er ein relativ schwaches Team hatte, war es echt ein guter Gegner. Kann man nicht anders sagen. War halt auch ein sehr merkwürdiges Team. So. Ich hoffe mal, jetzt ist es umgedreht. Jetzt haben wir einen Gegner mit einem guten bis sehr guten Team. Und der spielt hoffentlich schlecht. Krass, der hatte, glaube ich, Kolarov als Linksverteidiger in vom Kolarov. Der hat, glaube ich, 71 auf Pace nur, also total langsam für einen Außenverteidiger. Und der hatte Sentinel als Chemistry-Style. Und Sentinel boostet einfach nur Defense und Physis und nicht die Geschwindigkeit. Also das ist ja, also Kolarov muss man eigentlich mit Shadow spielen, weil er so langsam ist. Und Gulam ist aber besser, deswegen spiele ich da auch Gulam und nicht Kolarov. Wobei ich Kolarov ja gezogen habe als Foot Champions-Karte. Hat wieder Mertens als Stürmer oder als Spieler, das ist nervig, der war eigentlich, ja, ich würde schon sagen, damit der nervigste Spieler auf jeden Fall, den bisher hatte. Schade. Och, danke, fast danke. Er sollte nach vorne gehen, okay, das ist gerade nicht alles so geplant, glaube ich, weder bei mir noch beim Gegner. Tunnelt. Auf jeden Fall aggressiver und ich glaube, der ist auch nicht so gut in der Abwehr, aber das heißt erstmal nichts, wir können trotzdem verlieren. Schöner Schuss von Werner, ja, aber der steht nicht so gut. Das heißt aber erstmal nichts, der kann ja auch einfach offensiv zum Beispiel besser durchkommen. Der letzte Gegner ist ja auch offensiv bei mir nicht wirklich durchgekommen. Und wenn der jetzt durchkommt, kann er ja dann trotzdem mehr Tore machen als ich, aber ich versuche natürlich durch ein konzentriertes und gutes Spiel zu verhindern. Auch Brozovic, also hat generell ein paar Spieler, die ich auch habe. Hat aber Inform Immobile statt. Schönes Lagertor. Hat aber Inform Immobile statt. Inform Icardi im Tor. Schade, im Sturm. Schade, dass er hier so ein Lagertor schießt, aber egal. Hier halt getunnelt. Naja. Und davor hat er auch schon getunnelt. Also zwei Tunnel, ein Abpraller. Passiert und dann hat er Quadrado. War das der normale Quadrado oder war das der Scream? Ich glaube, es war der normale, ne? Hat jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, es war nicht der Scream Quadrado. So, Pulisic. Aus der Drehung ans Alu, schade. Und dann noch angeblich irgendein Stürmerfall. Was macht denn der? Irgendwelchen Mist und ich kann den Fehler ja leider nicht ausnutzen. Er macht schon wieder ziemlich Mist. Ich habe gedacht, Arangis läuft mal in die Schnittstelle rein. Ich hätte einfach abziehen sollen mit Werner. Scheiße. Aber wie gesagt, es sah jetzt aus, wenn Arangis mal in die Schnittstelle reinlaufen könnte. Er macht es aber nicht. Geht auch viel aggressiver auf den Ballführer drauf, das ist auch auffällig.
Oh, geiler Schuss von Arangis. Fuck, Alter, wie hält er denn den? Schön Süle. Fuck, ey. Schade, aber es läuft ganz gut, denke ich. Das 1-0 ist ein bisschen blöd, aber es sieht ganz gut aus. Ich denke, das können wir noch drehen hier. Jetzt Süle. Süle! Ach, zweites Mal Alu, was ist denn hier los? Schöner Kopfball vorher mit Süle und dann zweimal, also jetzt das zweite Mal Alu im Spiel. Schade. Also ein Ausgleich wäre mehr als verdient, vielleicht sogar schon. Nein, eine Führung ist noch übertrieben, aber ein Ausgleich wäre verdient. Scheiße, da hat er leider gut antizipiert. Ich dachte, er orientiert sich in die andere Richtung. Das war mein Fehler. Bender ist natürlich viel zu langsam, um hier durchzuziehen. Ja, ich habe natürlich gedacht, dass Tolisso läuft. Er läuft aber nicht. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Das, egal, nicht aufregen, komm. Schlecht positioniert zum Tor. Er spielt mit seinem, er schließt mit seinem schwachen Linken ab. Er hat, glaube ich, 3 Sterne. Nice. War jetzt kein klassisches Lagertor, aber trotzdem glücklich, dass der in der Situation aus dem Winkel reingeht. Egal, aber es ist ein Gegner, wo ich mir auch ein 2-0 noch zum Drehen, also ich mir zutraue, auch ein 2-0 noch zu drehen. Ich meine, wir haben zweimal Alu, wir sind bisher definitiv der bessere Spieler gewesen. Auch wenn ich zugeben muss, ich habe blöde Fehler drin gehabt, die nicht hätten passieren dürfen. Tunnelt. Konzentration, come on. Wir haben schon mal ein 2-0 gedreht. Wir drehen auch nochmal ein 2-0. Gegner zweimal geschossen, 2 Tore. Herzlichen Glückwunsch. Komm schon. Unsere Ecken waren auch recht gefährlich. Also auch da versuchen wir einfach nochmal ein paar mehr Ecken zu produzieren. Und nicht solche blöden Ballverluste. Die waren ein bisschen dumm teilweise. Ich habe nicht damit gerechnet, diesen Abpraller so komisch zu bekommen, deswegen war dann der Pass verkackt. Oh, ey, der macht einfach Fehler. Jetzt nutzt das doch mal aus. War halt einfach keiner zum Anspielen da. Och, ja, schon wieder schöner. Egal, nicht aufregen, nicht aufregen.
1-2. War auch ein bisschen lucky, gebe ich zu. Nicht der Abschluss, sondern dass der Ball da bei Werner so schön ankommt. Aber egal. 1-2. Schöne Außenrissflanke. Schade. Aber wie gesagt, unser Eckmann recht gefährlich. Komm, och Ginter, Mann! Och, und dann kriegt das wieder nicht bestraft, dass er so beschissen rausspielt, ey. Das ärgert mich. Machen wir wieder dran. Da wollte ich nicht hinspielen. Das wäre es wieder gewesen mit Quadrado, ey. Scheint sein Lieblingsspieler zu sein. So, Zuber und Pulisic können wir mal auswechseln. Komm schon, ein Tor noch, wir haben noch genügend Zeit. War so klar. Abseits, vielen Dank. Gehen wir auf sehr offensiv. Brauchen langsam hier mal das Tor. Da ist es, meine Freunde, da ist es. Ja, umfallen, come on. Bender war's, ich dachte, Werner macht's. Das war Bender, krass. Ich dachte echt, das hat Werner gemacht. Das ist ja nice, aber ist egal, Tor ist Tor. Und wer das jetzt macht, ist mir erstmal Bumsi. Hauptsache der Ausgleich, dann machen wir noch das 3-2, würde ich sagen. Oh, getunnelt, nice. Also auch luck, na gut, na doch, ein bisschen lucky schon, aber ist doch okay. Jetzt gehen wir auf ausgeglichen wieder. Haben wir den Gegner schön unter Druck gesetzt. Das hat er gut gespielt. Das hat er wirklich gut gespielt. Zum Glück kriegen wir dann noch einen Fuß dazwischen. Hätte vielleicht wieder Rangnick selber durchziehen sollen.
Unverdient, einfach nur unverdient. Er wird jetzt gewinnen, aber es ist unverdient und ich habe auch keine Ahnung, was Schmelzer da macht. Wieso sich Schmelzer da einfach von Immobile überrennen lässt, obwohl Schmelzer klar vorne ist. Keine Ahnung. Kein verdienter Sieg für den Gegner. Egal. Zwei Alu-Treffer gehabt. Was soll's. Wir werden eh nicht jedes Spiel gewinnen können. Eine Ecke. Komm! Oh, fuck! Das war's. Schade. Leider im zweiten Spiel direkt ein unverdienter Sieg. Aber wir haben gut gespielt, wir haben gekämpft, aus dem 2-0 ein 2-2 gemacht. Dann leider durch wieder einen beschissenen Fehler von Schmelzer. Ich hätte echt mal Bock auf Alaba, aber der ist noch so teuer. Durch einen dummen Fehler von, haben natürlich den besten Spieler, klar, durch einen dummen Fehler von Schmelzer halt das 3-2 gekriegt in der 90. Aber wie gesagt, was soll's. Wir werden noch mal ein Spiel haben in der Weekend League, wo wir als schlechterer Spieler gewinnen, denke ich. Hier wäre, denke ich, ein Sieg für uns verdient gewesen. So, dann machen wir mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis.